بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نام من الله سأسأل أباما سأسأل أم هاتسيكين قوة الزيجن والفريد زي البروفيد محمد und auf all denjenigen, die ihm folgen bis am Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen kann, noch ein Vater, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Wir sind, die heutigen Verse, die wir inshallah uns genauer anschauen möchten, sind die folgenden von Surat al-Baqarah. Wir beginnen mit dem Vers 35. Und wir sagten, O Adam, bewohne du und deine Gattin den Paradiesgarten und esst von ihm reichlich, wo immer ihr wollt, aber naht euch nicht diesen Baum, sonst gehört ihr zu den Ungerechten. Doch Satan entfernte sie davon, und da vertrieb er sie aus dem, worin sie an Glückseligkeit gewesen waren. Wir sagten, geht fort, einige von euch seien den anderen Feind, und auf der Erde sollt ihr Aufenthalt und Nießbrauch auf Zeit haben. Da empfing Adam von seinem Herrn Worte, und darauf nahm er seine Reue an. Er ist ja der Reue annehmende und barmherzige. Wir sagten, geht alle fort von ihm, dem Paradiesgarten. Wenn nun von mir Rechtleitung zu euch kommt, dann soll über diejenigen, die meiner Rechtleitung folgen, keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein. Diejenigen aber, die ungläubig sind und unsere Zeichen für Lüge erklären, das sind Insassen des Höllenfeuers, ewig werden sie darin bleiben. O Kinder Israels, gedenkt meiner Gunst, die ich euch erwiesen habe, und haltet euren Bund mir gegenüber, so will ich meinen Bund euch gegenüber halten. Und vor mir allein sollt ihr euch fürchten, und glaubt an das, was ich als Offenbarung hinabgesandt habe, das zu bestätigen, was euch bereits vorliegt. Und seid nicht die Ersten, die es verleugnen, und verkauft meine Zeichen nicht für einen geringen Preis, und mich allein sollt ihr fürchten. Und verdeckt nicht das Wahre durch das Falsche, und verschweigt nicht die Wahrheit, wo ihr doch wisst, und verrichtet das Gebet, entrichtet die Abgabe und verbeugt euch im Gebet mit den sich Verbeugenden. Wir werden sehen, inshallah, wie weit wir kommen. Ich will auch nicht zu lange machen, inshallah. Zuletzt hatten wir angesprochen, dass Allah subhanahu wa ta'ala Iblis und alle Engel angeordnet hat, dass sie sich vor Adam a.s. niederwerfen sollen. Und wir haben gesagt, dass diese Niederwerfung nicht die Niederwerfung der Anbetung ist. Am Schluss oder kann man noch Fragen zwischendurch stellen? Am Ende. Vielleicht, oder? Ja, es brennt mir auf der Zunge. Dann brennt sie auf den Zettel. Ja. Ist das jetzt geschenkt worden? Nein, ich habe eine Frage. Am Ende, inshallah. Aber ich merke es nicht. Sag Allah. Wir haben gesagt, dass diese Niederwerfung war keine Niederwerfung der Anbetung, sondern wir haben gesagt, es ist eine Niederwerfung der Ehre, der Verehrung und des Dankes manchmal. Und genauso wie zum Beispiel die Eltern von Yusuf a.s., als sie nach Ägypten gekommen sind, sich niedergeworfen haben vor Yusuf a.s., so ist diese Niederwerfung von ihnen nicht gewesen als Niederwerfung der Anbetung, sondern Niederwerfung der Ehrenbezeugung. Und wir haben auch erwähnt beim letzten Mal, nur zusammengefasst, dass ein Sahabi aus Asham als Muslim zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam. Das heißt, er wurde Muslim und ist dann nach Medina gegangen, um den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sehen. Und dann, als er dorthin gekommen ist, wollte er sich niederwerfen vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es abgelehnt und hat es ihm nicht erlaubt und sagte zu ihm als Antwort, لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من حق ولكن لا سجود إلا لله رب العالمين. Das heißt, wenn ich jemanden anordnen würde, dass er für jemand anderes sich niederwirft, dann würde ich der Ehefrau anordnen, sich vor ihrem Ehemann niederzuwerfen. Doch es gibt keine Niederwerfung außer für Allah, den Herrn der Welt. Ist somit abrogiert worden. Und wir haben gesagt, dass also im Arabischen, subhanallah, dort heißt es, also Allah subhanallah sagt, wir sagten zu den Engeln, und als wir zu den Engeln sagten, werft euch nieder vor Adam, das ist fasajadu. Und dieses Wort sajadu alleine heißt eigentlich, dann warfen sie, also sie warfen sich nieder. Das Wort fa bedeutet in dem Fall, dass sie sich sofort niederwarfen. Also sobald Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gesagt, dass sie sich niederwerfen sollen, haben sie sich niedergeworfen. Das zeigt, wie die Engel diese Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala ohne zu zögern ausführen. Außer Iblis eben, wie wir gesagt haben,
Wir haben darüber gesprochen, dass er eben sich nicht niedergeworfen hat. Und wir haben auch darüber gesprochen, über die Angelegenheit, ob er aus den Dschinn ist oder aus den Malaika ist, haben wir auch darüber gesprochen, Alhamdulillah. Und er weigerte sich. Und wir haben auch gesagt, dass das der Grund war, dass er sich geweigert hat. Ne? Wir haben gesagt, zwei Sachen haben ihn davon abgehalten, zu weigern. Und das ist die Krankheit der Menschen überhaupt. Haben wir gesagt, Al-Kibr, die Überheblichkeit, und Al-Hasad, der Neid. Und wir haben auch darüber geredet, was beides bedeutet. Und warum ist der Al-Kibr so gefährlich? Erstens hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass wenn jemand in seinem Herzen so viel Überheblichkeit hat, im Gewicht eines Staubkörnchens, so wird er nicht ins Paradies eingehen. Und wir haben auch gesagt, warum ist das bei Al-Kibr so tragisch? Warum ist es speziell bei Al-Kibr so gefährlich? Weil wir haben gesagt, bei Kibr, also bei allen anderen Sünden, da zeigt der Mensch eigentlich nur, dass er schwach ist. Wenn er Wein trinkt, dann zeigt er eigentlich, dass er dieser Shahwa nicht entgegenwirken kann, dieser Neigung, dieser Pille nicht entgegenwirken kann. Er ist schwach. Aber bei Al-Kibr will er zeigen, dass er etwas Besseres ist. Und da will er sich richten in Richtung Gott. Und das darf er nicht. Das darf niemand. Und er will aus sich selbst einen Gott machen. Und das ist ganz gefährlich. Und deswegen ist Al-Kibr eine Sache, die einem davon abhält, ins Paradies einzugehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen von Al-Kibr reinigen. Und Al-Kibr hat sich bei Iblis so geäußert, dass er eben gesagt hat, also er will sich nicht niederwerfen, weil Gott, du hast mich aus Feuer erschaffen und ihn aus Lehm oder Erde. Das war der Ausdruck der Überheblichkeit. Und was war der Ausdruck des Neids? Dass er sich nicht niedergeworfen hat, weil ihr wisst ja, Iblis selbst hatte eine hohe Stellung gehabt in diesem Reich, im Himmel. Und als Adam dann erschaffen worden ist, aufgrund des Wissens, was Allah ihm gegeben hat, hat er eine höhere Stellung bekommen als Iblis. Und das war der Neid. Er wollte das nicht. Und als er dann nachher Adam auch noch ins Paradies gegangen ist, ohne etwas zu tun, er ist ins Paradies gekommen, Allah hat ihn da reingetan mit seiner Ehefrau und mit seiner Gattin, das war dann noch schlimmer für ihn. Das war noch schlimmer für ihn. Und das war der Neid. Iblis wollte ihn rauswerfen aus dem Paradies. Er konnte das nicht mit ansehen. Und das ist das Gefährliche an Neid. Man will, dass der andere das Gute, was er hat, nicht mehr hat. Das ist das Gefährliche an Neid. Ansonsten, wenn man sich wünscht, auch ebenso gut zu sein wie der andere, das macht er nicht, ja nichts. Aber wenn ich wünsche, dass der andere schlechter wird und ich so gut werde wie er, das ist das Gefährliche an Neid. Und das ist eine Krankheit, die im Herzen ist. Ghibta ist, genau, das Ghibta ist, wenn man neidisch ist, aber im Sinne von, dass man möchte genauso gut sein wie der andere. Aber man möchte, dass der andere so gut bleibt oder noch besser wird. Ghibta etmek, ja, sind auf Türkisch in Klage. Maşallah. Die Araber haben von uns geklaut wieder. Und deswegen sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, es darf keinen Neid geben, außer in zwei Dingen. Ein Mann, dem Allah subhanahu wa ta'ala den Koran gegeben hat, und er rezitiert ihn tagsüber und nachts. Und ein Mann, den Allah subhanahu wa ta'ala Vermögen gegeben hat, und er spendet davon eben nachts und tagsüber, wann er will. Und das sind Leute, denen man neidisch sein darf, das heißt im Sinne von, man möchte genauso gut sein wie sie. Ich habe auch noch gehört, dass wenn, also der erlaubte Neid ist auch noch, also wenn man auf jemanden neidisch ist, der das Wissen auch weitergeben kann, ja. Ilm. Einer, ja, der den Ilm weitergibt. Also auf dich zum Beispiel. Möglich, inshallah. Inshallah, stimmt, Achim. Also er sagte, was im Hadith erwähnt sind, diese zwei Sachen, die er gesagt hat. Okay? Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, er weigerte sich, war hoch mit und gehörte zu den Ungläubigen. Und das soll uns aufmerksam machen. Iblis hat nicht geleugnet, dass es Allah gibt. Iblis hat auch nicht angefangen, anderen anzubeten. Aber diese Sache hat ihn zu einem Ungläubigen gemacht. Deswegen sagen die Ulama, es gibt bestimmte Sünden, die können einen zu einem Ungläubigen machen. Und Al-Kufr heißt nicht einfach nur leugnen, sondern Kufr kann auch sein Undankbarkeit, kann sein Unglauben und hat mehrere, kann sein Al-Kafir kann sogar sein der Bauer. Ja? Also deswegen, man muss aufpassen, welchen Zusammenhang das Wort verwendet wird. Und
Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala und wir sagten, O Adam, bewohne du und deine Gattin, also Hawa, Eva, den Paradiesgarten und esst von ihm reichlich, wo immer ihr wollt. Und naht euch nicht diesem Baum, sonst gehört ihr zu den Ungerechten. Dazu möchten wir eine Sache sagen, erstmal vorneweg, dass also der Name Hawa ist im Koran nicht erwähnt, in den Hadithen erwähnt. Das ist vielleicht eine interessante Sache. Aber Adam und seine Gattin sollen in diesem Paradiesgarten Al-Jannah. Und Ibn Qayyim hat in seinem Buch Hadil al-Ruh ila Bilad al-Afrah hatte lange darüber geredet, ist das Paradies, in dem Adam und Hawa gewesen sind, das gleiche, wo wir reinkommen werden? Und da gibt es mehrere Ansichten. Oder ist es ein Paradies auf Erden oder ein anderes? Gibt es eine lange Diskussion, weil was manche Leute daran dazu gebracht hat, zu zweifeln, dass es das gleiche Paradies ist, haben sie gesagt, wie kann es sein, dass man reinkommt und wieder rausgeht? Ja? Aber er hat am Ende das zusammengefasst und gesagt, es ist das gleiche Paradies. Das ist das gleiche Paradies. Allah hat einfach entschieden, dass wenn wir reingehen werden, wir werden darin bleiben. Und bei Adam und Eva war es eben nicht der Fall. Dort hat er eben gesagt, ihr dürft dann bleiben, aber esst nicht von diesem Baum. Das war der Unterschied. Okay? Und der Baum, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns nicht mitgeteilt, welcher Baum das ist. Und deswegen braucht uns das auch nicht zu interessieren, welcher Baum das war. Richtig. Sonst gehört ihr zu den Ungerechten. Und Ungerechtigkeit ist das Gegenteil von Gerechtigkeit. Und es bedeutet, dass man eine Sache eben so tut, wie sie nicht getan werden sollte. Oder eine Sache an diese Stelle legt, wo sie nicht hingehört. Und in dem Fall ist es Ungehorsamkeit. Man hätte Allah subhanahu wa ta'ala gegenübertreten sollen mit Gehorsamkeit. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dann doch Satan, also Iblis, sehr gemeint, entfernte sie davon und vertrieb sie aus dem, worin sie an Glückseligkeit gewesen waren. Wir sagten, geht fort, einige von euch seien der anderen Feind und auf der Erde sollt ihr Aufenthalt und Niesbruch auf Zeit haben. Hier ist eine Sache erwähnt, eine interessante Sache gemacht. Man liest zwar den Vers ganz einfach normal, aber es ist ein stilistisches Mittel, würde man in der Literatur sagen, angewandt, das sehr, sehr interessant ist und eigentlich für Aufmerksamkeit, eigentlich Aufmerksamkeit erregen soll. Allah SWT sagt dir, doch Satan entfernte sie davon und da vertrieb er sie aus dem, worin sie an Glückseligkeit waren. Es steht nicht drin, in diesem Vers, in dieser Ayah, steht nicht drin, doch dann aßen sie vom Baum. Das ergibt sich daraus, ist klar. Wenn Allah sagt, sie sollen nicht davon essen und der Satan vertrieb sie davon aus dem Paradiesgarten, dann muss es dadurch gewesen sein. Es ist eine Abkürzung. Ja? Es ist sehr, sehr interessant, wie Allah SWT, und das hat Allah SWT mehr als einmal gemacht. Auch in Surat Yusuf gibt es Stellen, hat mir ein Bruder gesagt, dass Allah SWT das, was passiert, weglassen hat, weil es klar ist aus dem Zusammenhang. Allah, wenn er vorher gesagt hat, was passieren wird, dann wird es sowieso danach passieren. Braucht man nicht extra erwähnen noch. Und das ist eine sehr, sehr interessante Sache, stilistisch gesehen. Und was sagte der Shaitan? Er flüsterte ihnen etwas ein. Und bei dem Volk der Schrift, dort sie sagen, dass der Shaitan in einer Form einer Schlange ins Paradies gegangen ist. Bei uns ist das nicht erwähnt. Und der Shaitan muss nicht ins Paradies deswegen reingegangen sein, um Adam etwas einzuflüstern. Es kann auch sein, dass er ihnen etwas eingeflüstert hat, so wie er uns etwas einflüstert, gleichzeitig im Osten und im Westen, muss nicht an jedem Ort gleichzeitig sein. Und Allah weiß am besten, wie das zustande gekommen ist. Aber es sind Sachen, die interessieren einen nicht. Nicht wichtig. Dann aufgrund, weil sie von diesem Baum eben gegessen haben, geht die Geschichte weiter. Aber es gibt eine Frage, die man jetzt stellen könnte. Wie kann es sein, wir glauben ja, dass Adam, a.s., ein Prophet war. Das heißt, er war zwar der Vater der Menschheit, aber gleichzeitig hat Allah ihm ja Offenbarung eingegeben. Allah hat ihm geredet. Das war ein Prophet, als er auf der Erde war. Und wir glauben, dass die Propheten ja keine Sünden machen. Absichtlich machen sie solche Sünden nicht. Sie machen zwar Fehler, aber Sünden machen sie nicht. Wie kann man aus diesem Widerspruch rauskommen? Es ist kein Widerspruch in Wirklichkeit, sondern ganz einfach, Adam wurde Prophet, nachdem er auf der Erde war. Okay? Nubbi'a ba'da nuzulihi al-ard. Nachdem er auf der Erde war, da erhielt er erst Offenbarung und da wurde er unterschiedlich zwischen anderen Menschen. Andere Menschen erhalten keine Offenbarung mehr. Aber im Reich Allahs, dort spricht Allah mit Engeln und mit wem er will. Und deswegen heißt nicht, dass sie Propheten sind und schon gar nicht gesandt werden zu irgendjemandem. Muss nicht sein. Außer den Engeln.
Gut, das ist eine Sache, die geklärt ist. Dann. وعصى آدم ورباه فغوى، فهذه حتى مفهوم بالنسبة للناس كثير من المسلمين يقول إن سبب خروج سيدنا آدم هي حواء، السيدة حواء ملهاش أي ذنب في القضية دي، جزاكم فدي الله. مهمة مهمة كتير جدا، لابد تصحح هذه العقيدة. لأن القصة أنت بتقولها دلوقتي ليس لها أي دور، جزاكم فين الله. الدور بتاعها؟ جزاكم الله. Also der Sheikh weist noch darauf hin, dass eine wichtige Sache, die Christen glauben oder das Volk der Schrift allgemein glaubt, dass der Grund, warum Adam gesündigt hat, seine Gattin war. Das ist aber im Koran nicht so erwähnt. Im Koran heißt es eher im Gegenteil, heißt es, dass, und Adam verhielt sich seinem Herrn gegenüber ungehorsam. Ja? Also Adam war einer von, beide haben gegessen von dem Baum. Beide haben von dem Baum gegessen. Und die Mufassirun sagen, sie waren bekleidet mit einem Licht. Mit einem Licht von Allah subhanahu wa ta'ala. Und nachdem sie dann beide von diesem Baum gegessen hatten, hat Allah ihnen dieses Licht weggenommen. Und deswegen haben sie sich dann versucht zu verstecken. Deswegen wurden sie entblößt. Und deswegen haben sie versucht, sich danach zu verstecken. Ja. Und wir sagten, und wir haben gesprochen, dass Allah subhanahu wa ta'ala... غير مؤكد هذا الكلام في إسرائيليات اللي انت بتقوله. نعم انا فقط لا هذا إسرائيليات ما تقولوش. نعم من ضمن الأشياء ما تقولهاش، هو خرج من الجنة لكن كان بنور ولا ما كانش منور، ما هذا الشيء مش موجود أصلا. هذا من إسرائيليات. نعم نحن عندنا منهج في هنا التفسير، بس هذا مش موجود. نعم هذا بس الكلام مش موجود أصلا. نعم بس انا لا افسر من عندي، وانما انقل من تفاسير معينة قلنا في عشان كده بقول لك. نعم كده بقول لك هذا من الأشياء خدت بالك التي وردت في التفاسير، يعني أنبه أنها ليست من الأحاديث لا الصحيحة. لا لا هذا الإسرائيليات. نعم ولكن لا يضر ذكرها. لا ما تقولهاش خالص. لا يا شيخنا، يا شيخنا الإسرائيليات لا نكذبها ولا نصدقها. لكن هذه الأشياء خدت بالك أصلها لا، يعني علمها لا ينفع وجهلها لا يضر، عشان كده ما تقولهاش. الحاجات الرئيسية اللي هي موجودة، يعني عندك زي ما بقول لك كده الآية بتقول وعسى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهكذا انتهت. هذا ما نصل إليه. نعم. ما نور ما نور. نعم. الإسرائيليات ما حكمها؟ نعم حكم الإسرائيليات. الإسرائيليات هذه ثروة تشوش على الفكر اللي هو الرئيسي، يعني القصص اللي في القرآن كلها عبارات دقيقة جدا تريد معنى معين. الإسرائيليات أتت عشان تشوش عليك الفكر. شيخنا تخرج من الفرع نفسه. بس هذا الشيء لا يشوش، يعني كونه عندهم نور ولا نور، لا نصدقه ولا نكذبه. فنذكرها ونقول أنها من إسرائيليات. و يعني نعم فيها أشياء كثيرة، أشياء كثيرة. طبعا إسرائيليات كثير. نعم يعني ich sage noch mal auf Deutsch dazu, im Tafsir werden manchmal Sachen erwähnt, die nicht aus dem authentischen Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam stammen und auch nicht aus dem Koran. Dann manchmal erwähnt man im Tafsir Dinge, die von den Kindern Israels oder von dem Volk der Schrift allgemein überliefert werden. Und wie gehen wir mit diesen Sachen um? Ich glaube, das haben wir schon einmal gesagt, und zwar wenn es dem Koran widerspricht oder dem Sunna des Propheten widerspricht, dann leugnen wir sie, schmeißen wir sie weg. Wenn sie übereinstimmt, glauben wir sowieso schon daran, weil es bei uns überliefert worden ist. Und wenn es weder übereinstimmt noch widerspricht, dann leugnen wir sie nicht und wir glauben es auch nicht. Wir lassen, wie sie es ist. Und die Geschichte mit dem jetzt Licht auch zum Beispiel, sagt der Sheikh, ist auch nicht eine Sache, die der Prophet erwähnt hat, sondern ist eine von diesen Israeliyat. Israeliyat ist eine Bezeichnung für diese Geschichten, die das Volk der Schrift überliefert hat. Denn ihr wisst, das Volk der Schrift, Ahlul Kitab, sie haben keine authentischen Hadithe oder so etwas. Oder sie haben keine Untersuchungen ihrer Texte, welche sind authentisch, welche sind nicht authentisch. Okay? Das ist eine Sache, die ist wichtig. Muss man wissen, inshallah. Okay. Aber Sahabe haben doch auch so Israeliat-Geschichten auch überliefert. Oder? Man darf sie überliefern, darf man. Aber man muss dazu sagen, dass es welche sind. Also das ist Israeliat. Man muss dazu sagen, damit man nicht denkt, das Prophet hat es gesagt. Muss man dazu sagen. Deswegen habe ich die Sache, ich habe es nochmals, hat mich daran erinnert, dass ich das euch sage. Ich sage, komm und doch her. Und doch Satan entfernte sie davon, also vom Paradiesgarten, durch Waswasa, durch Einflüsterung. Und da vertrieb er sie aus dem, worin sie an Glückseligkeit gewesen waren.
Und er vertrieb sie eben aus Neid. Er wollte eben nicht, dass Adam und seine Gattin im Paradiesgarten sind. Er dachte, er wäre was Besseres als er, weil er eben aus Feuer erschaffen worden ist und Adam aus Lehm. Wir sagten, und dann haben wir gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala spricht sich mit dem Plural an, sehr oft. Und wir haben gesagt, das nennt man auf Deutsch Plural Majestätis oder Plural der Gewaltigkeit. Okay? Und Allah subhanahu wa ta'ala hat das Recht, er ist der Gewaltigste aller Gewaltigen. Selbst Menschen nehmen sich das Recht, sich mit dem Plural anzusprechen, weil sie sich als etwas Wichtiges empfinden. Und das muss nicht etwas Schlechtes sein. Das muss nicht etwas Schlechtes sein. Manchmal ist es besser, wenn jemand sich so nennt. Okay? So bezeichnet. Na. هذا اللاتينية يعني في اللاتينية في عند الدوتش في اللغة الألمانية كان من زمان يستخدم وفي اللغة شو اسمه حتى في الإنجليزية كان يستخدم نعم نعم وإلى الآن يو هي واحدة لما تخاطب ناس يقول يو هي للفرد وش اسمه للجماعة ما فرقوا أصلا فيها فهذا يعني this is as in the neuen Zeit hat sich entwickelt dass man niemals für sich selbst. In deutscher Sprache würde man nicht mehr sagen wir für eine einzelne Person. Aber früher hat man es gesagt. Ja, genau. Gut. Dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, wir sagten, geht fort, also aus dem Paradiesgarten. Einige von euch seien der anderen Feind. Also Iblis auf der einen Seite und Adam und Hawa auf der anderen Seite und auch diejenigen, die ihn folgen. Also alle, also das heißt, die Allah subhanahu wa ta'ala gehorchen und diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala ungehorsam geben auf der anderen Seite. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala etwas Interessantes, und auf der Erde sollt ihr Aufenthalt und Nießbrauch auf Zeit haben. Und auf der Erde sollt ihr Aufenthalt und Nießbrauch auf Zeit haben. Der Sheikh Abu Bakr al-Jazairi, als er darüber geredet hat, hat er Folgendes gesagt. Er hat mit diesem Vers gesagt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, dass die Menschen auf der Erde Aufenthalt und Nießbrauch auf Zeit haben, kann es nicht sein, dass sie irgendwie auf der Erde wegkommen. Und es kann nicht sein, dass sie auf dem Mond gewesen sind oder irgendwo anders gewesen sind. Und sagt, das sind einfach Lügen, die erzählt worden sind. Und der Sheikh sagte selbst, das sind Sachen, die Leute, die, von denen man gesagt hat, dass sie auch irgendwo auf dem Mond gewesen sind, selbst nachher geleugnet haben, gesagt haben, das wären irgendwelche Filme, die gedreht worden sind. Und er sagte auch, worauf weist der Vers hin in Surat Taha, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, aus der Erde, aus ihr, also aus der Erde haben wir euch erschaffen und in sie bringen wir euch zurück und aus ihr bringen wir euch ein anderes Mal hervor. Und wenn man irgendwo anders hingehen würde, bestünde die Möglichkeit, dass man woanders stirbt. Und der Sheikh sagte, aufgrund dieser Verse kann es nicht sein. Wallahu a'lam. Da empfing Adam, weil Adam a.s., wie es in anderen Surah heißt, Surat Taha und woanders, dass er bereut hat seine Sünde. Und es gibt Menschen, die sind sehr schlau, die sagen, oh Adam, hättest du das nicht gemacht, dann wären wir jetzt alle im Paradies gewesen. Warum hast du uns da rausgebracht aus dem Paradies? Aber Adam hat ein starkes Argument gegen diese Aussage. Er kann sagen, guck mal, ich habe einmal gesündigt und ich habe bereut. Wie oft hast du gesündigt? 100.000 Mal. Wie oft hast du bereut? Wenn auch 100.000 Mal, dann ist okay. Aber wenn es weniger ist, dann hat er ein Problem. Okay, also Adam hat ein gutes Argument. Und genau dieses Dualgespräch ist nämlich überliefert zwischen Adam und Musa, dass Musa ihm das vorgeworfen hat. Und Adam hat eben gekontert. Und da empfing Adam, weil er hat bereut. Und Allah subhanahu wa ta'ala, Adam weiß nicht, wie soll er bereuen? Was soll er sagen? Wer hat uns beigebracht, was wir sagen sollen, wenn wir gesündigt haben? Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt uns, wie wir uns bei ihm entschuldigen sollen und welche Bittgebete wir sprechen sollen. Und auch der Prophet hat uns bestimmte Adiya gesprochen, die wir sagen sollen. Er hat zum Beispiel gesagt, dass wenn man eine Sünde begeht, dann soll man Wudu machen und zwei Raka'at beten und Allah um Verzeihung beten und dann wird einem die Sünde vergeben. Wenn er uns das nicht gesagt hätte, wüssten wir nicht, wie das geht. Oder er hat uns gesagt, dass wenn man Hajj macht, dann kehrt man zurück vom Hajj, wie an dem Tag, an dem seine eigene Mutter dich geboren hatte.
wo hätten wir das wissen sollen, wenn er uns das nicht gesagt hätte? Konnte man nicht wissen. Und wie sollte Adam a.s. jetzt, wie sagt man, Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung bitten? Allah hat ihm offenbart, sagen die Mufassirun, es handelt sich um diese Verse. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Das heißt, sie sagten, Adam und seine Gattin, unser Herr, wir haben uns selbst Unrecht zugefügt. Wenn du uns nicht vergibst und dich unser erbarmst, werden wir ganz gewiss zu den Verlorenen gehören. Okay? Also jene, die sich selbst verlieren werden. Und diese Verse oder diese Worte soll man dann auch sprechen, wenn man eine Sünde begangen hat, wie Adam a.s. es getan hat. Und daraufhin, Surat al-A'raf, na'am. Ich sage, das ist Surat al-A'raf, Vers 23. Surat al-A'raf 7, Surat Nummer 7 und Vers 23. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Und darauf, direkt darauf hat Allah subhanahu wa ta'ala die Reue von Adam a.s. angenommen. Und das ist eine, und Allah subhanahu wa ta'ala, der ist der Reueannehmende und der Barmherzige. Er ist der Allerbarme, der Barmherzige. Wenn ihr zum Beispiel lest in Surat al-Qasas, wisst die Geschichte von Adam, von Musa a.s., als er in seinem eigenen Volk zwei Leute fand, die miteinander gekämpft hatten. Und der eine hat doch den anderen, die einen haben gekämpft, der eine war von seinem Volk und der andere war vom anderen Volk und dann hat er denjenigen geholfen, der von seinem eigenen Volk war. Und dann hat Musa ihm geholfen und hat dann aus Versehen den anderen umgebracht. Und dann, was heißt es denn im Koran? Dass Musa sagte, Rabbi, o mein Herr, inni zalamtu nafsi faghfirli. Ich habe mir selbst Unrecht zugefügt, faghfirli, so vergib mir, faghfara lah. So hat Allah ihm vergeben. Also Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man ihm Verzeihung bittet und bereut, sofort vergibt er einen. فَغَفَرَ لَهُ. Gleich danach. إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Denn er ist der Reueannehmende, der Barmherzige. الآية. 37 war es, oder? Was? Wir können diese Ayat in Araf. In Araf? 23. 23. 23. لا قصص. Surat al-Qasas ist das in Surah 28, Vers 16. Also, er sagte, mein Herr, ich habe mir selbst Unrecht zugefügt, so vergib mir, da vergab er ihm. Denn er ist ja der Allvergebende und der Barmherzige. Subhanallah, Allah subhanallah gibt uns sehr, sehr viel Hoffnung in diesem Fall. Und zu den Vorteilen aus diesen Versen, die wir gerade gelesen haben, gehören folgende interessante Sache. Erstmal ein Aspekt des Glaubens der Muslime ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala spricht, wann er will. Allah subhanahu wa ta'ala spricht, wann er will. Und ein weiterer Aspekt ist, dass hinter jeder Sache, die Allah tut, ist eine Weisheit, eine Hikma. Und es kann sein, dass wir wissen, was der Grund ist, und kann sein, dass wir nicht wissen. Die Engel haben auch gefragt, warum erschaffst du einen Menschen, der auf der Erde Unheil stiften wird und Blut vergießen wird? Ja? Aber Allah hat geantwortet, inni a'lam ma la ta'lamun. Ich weiß, was ihr nicht wisst. Ja? Und was haben die Engel gemacht? Sie haben es einfach akzeptiert. Und so sollen wir es auch einfach akzeptieren. Es gibt viele Fragen, viele, viele Fragen, die man stellen kann, auf die es einfach keine Antwort gibt. Man kann zum Beispiel fragen, ja, warum beten wir fünfmal pro Tag? Warum müssen wir uns waschen vorher? Warum lesen wir Al-Fatiha zuerst und danach eine andere? Es gibt so viele Fragen, die man stellen kann. Die Antwort lautet immer, weil so Allah subhanahu wa ta'ala es wollte. Weil Allah subhanahu wa ta'ala es wollte. Und wenn wir im Paradies sind, inshallah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle zum Bewohner des Paradies machen,
dann können wir Allah subhanahu wa ta'ala vielleicht nochmal näher fragen, warum hat er das und das gemacht. Und dann wird er uns inshallah eine Antwort geben. Aber das sind Sachen, ich will nur darauf hinweisen, die nicht wichtig sind. Die nicht wichtig sind. Der Schlüssel zum Paradies ist La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dann ist ein weiterer wichtiger Vorteil aus diesen Versen, dass die Stellung der Ulama, die Stellung der Gelehrten, die Stellung, die die Engel hatten, haben sie aufgrund ihres Wissens auch bekommen. Allah hat ihnen dieses mitgeteilt, aufgrund dieses Wissens, das sie hatten. Und wie wurde Adam erhöht über den Engeln, indem er noch mehr Wissen hatte als die Engel selbst. Und deswegen, und Iblis, sagt man, wallahu a'lam, man sagt, er war ein Mensch, oder ein Genie, der Allah häufig gedacht hat. Er hat Allah sehr viel gedient. Er gehörte zu den Ubbad, also er war einer, der Allah viel diente. Und Adam war über ihn. Deswegen sagen die Ulama, Al-Alim, der Gelehrte, ist bei Allah höher in Rangstufen als derjenige, der Allah viel anbetet. Weil das eine setzt das andere voraus. Du kannst nur Allah viel dienen, wenn du Wissen hast. Und Wissen schützt dich vor den Fittern. Wissen schützt dich vor schwierigen Fragen und wenn jemand in die Philosophie geht, ja, in der Philosophie muss man gut argumentieren können. Und ohne Wissen geht das nicht. Es kann sein, dass man Allah viel gedenkt und Allah viel anbetet, aber man kann auf bestimmte Fragen dann nicht mehr antworten und es kann so weit führen, dass man an seiner eigenen Religion zweifelt, wenn man kein Wissen hat. Und interessant ist auch ein riesiger Vorteil aus diesen Versen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala Adam die Namen von allen Dingen lehrte, was heißt das? Das heißt, dass Adam a.s. hat diese Stellung bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala, sodass die Engel sich vor ihm niedergeworfen haben, nicht nur, weil er Allah kannte und wusste, dass Allah ein einziges und das religiöse Wissen hatte, nein, weil er hat auch diesseitiges Wissen gehabt. Das heißt, Adam wurde auch erhöht durch Ilm Dunyawi, durch Wissen, was er über dieses Leben hat. Dieses Leben, was er hatte. Und ihr wisst, dass der Islam sowieso anspornt, dass man sich Wissen aneignen soll. Ja? In allen Teilbereichen, in allen Wissenschaften soll man sich Wissen aneignen. Wallahu a'lam wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jetzt, wenn jemand jetzt eine Frage hat dazu,